In diesem ruhigen Örtchen sind wir beim letzten Mal im Abenteuermodus Stern der irrenden Lichter stehen geblieben. Yoshi, möchtest du mal in diese Richtung? Anemona, okay. Aus Platoon, das war so eine... Konnte man da was kaufen oder was hat die gemacht? Peach wird da kämpfen. Der Gegner jagt nach Items. Ich bin gespannt, welche es werden. Im letzten Part habe ich mich ja erneut um was gekümmert? Den Klassikmodus, das wollte ich sagen. Denn ich halte es schon für wichtig, ab und zu auch mal Abwechslung zu bringen. Ja, ich möchte ab und zu einfach nochmal gucken, wie sind die Routen für einzelne Kämpfer im Klassikmodus. Deswegen gab es beim letzten Mal Donkey Kong und Link dort. Wenn ich Link jetzt wirklich, ich kann es nochmal sagen, er ist irgendwie langsamer geworden. Don't know. Jagd nach Items. Ich sehe bisher noch nicht so viele Items, ehrlich gesagt. Eine der unsinnigsten Arenen wirklich ever, ist meine Meinung. Also nicht von der... Nicht, weil es Platoon ist oder so. Ach, guck mal, der Wanderpilz aus Earthbound. Und das sind die Items, die du suchst? Im Ernst? Sondern, ich weiß nicht, es ist einfach für mich designtechnisch also keine gute Kampfarena, weil, keine Ahnung, so ebenenmäßig. Ich meine, gut, haben wir jetzt halt, aber da hatte man schon bessere Einfälle, bin ich der Meinung. Und jetzt werden links und rechts vertauscht, wie halt in Splatoon das so ist. Sei denn, der Pilz verschwindet. Einfach. Das ist für mich das Gefährlichste. Ich kann mich schon orientieren, wenn sich links und rechts vertauschen lassen. Nur wenn es dann einfach mittendrin sich wieder ändert. Einfach so. Dann finde ich das doof. Deswegen warte ich jetzt auch auf sicherem Boden, bis sich da wieder was ergibt. Links und rechts, ne? Gehe ich nach rechts, geht's links lang. Splatoon-Leute, oder besser gesagt, Earthbound-Leute wissen. Dann nehme ich an, dass diese Splatoon-Person auch damit etwas zu tun hat, dass es in Splatoon passiert. Anemona, ich weiß nicht, ob die im ersten Teil schon dabei war. Ich habe ja nur Teil 1 intensiv gespielt. Wie auch immer. Gemacht, gemeistert, passt, nächstes. Hier gibt's eine kleine Truhe dafür. Und zwar Geisterpunkte. Nice. Die kann ich auch rundherum laufen. Warum sollte ich... Okay. Oh, das Tor. Das kann ich ja dann wohl öffnen, wenn ich Teddy besiegt habe. Aus Earthbound. Ach so. Da bleiben wir beim Thema. Wo war der denn? War der ein Gegner oder war das ein NPC? Ich habe Earthbound gespielt, aber ich kann mich beim besten Willen kaum an den erinnern. Wir werden auch gleich mal wieder den Kämpfer wechseln, Yoshi. Das reicht mit Yoshi. Stärkeangriffe mit Nahkampfwaffen. Oh, was hat er denn da? Das war so ein kleiner Boss, ne? So ein Zwischenboss. Den wir direkt unterbinden hier in Onet. Der will's ein bisschen wissen, ne? Er will's ein bisschen wissen. Ja, das ist einen auch kaum so ein bisschen... Aber ist okay, gib dir Mühe. Items. Fand ich so witzig, als der... Wer war das? Mega Man, der offizielle Mega Man Twitter-Account irgendwas geschrieben hat von wegen Hey Sonic, Lust auf ein Smash? Wir duellieren uns. Final Destination, keine Items. Keine Zeitbeschränkung, ich weiß nicht mehr, aber am Ende kein Tails. Was er auch noch so musste zugeschrieben werden. Ah, schade, das war genau mein Plan, ihn jetzt einen reinzuhauen. Hat nicht geklappt. Ja, der kann schon ordentlich austeilen. Muss man mal so sagen, wenn es so ist. Der Teddy. Könnt ihr ja nochmal, wenn ihr euch entsinnen könnt, in den Comics verewigen. Was Teddy nochmal genau gemacht hat. Aber seine unglaublich wichtige Person war er dann nicht. Wüsste ich das noch, weil ich kann mich an viele komische Dudes aus Earthbound erinnern. Ich hätte jetzt mal spontan getippt, das war so ein Waffenbesitzer aus Shadowside. Sieht für mich so aus. Gut, den Schlag hat er verhauen. So, passt. Oh. Geile Kombo zum Schluss.
Mein lieber Crafted Yoshi. Teddy. So, den gibt's halt eigentlich nicht in so einem gerenderten Look. Wunderbar, dass das gemacht wurde. Das musste sein, ne? Macht uns mal Teddy als 3D Artwork. Ja, dann habe ich das jetzt ja. Es geht trotzdem nicht auf. Was ein Käse. Mach doch auf, wenn du beide Seiten erreicht hast. Wie komme ich da? Der Tunnel? Der Eingang ist. Ich weiß nicht. Flotzern und langsam. Also Risen Paradise. Das habe ich auch schon im letzten Part schon angemerkt, als ich gesehen habe. Vertreten durch Duck Hunt. Jagd nach Items. Das sind so. Oh, diese Uhren, ne? Die alles schneller und langsamer machen. So, mit Glitzerstern jetzt auch. Ja, bin ich gespannt. Fuecro. Oh nein, Duck Hunt und Fuecro. Also im Takt werde ich bei euch nicht bleiben. Risen Paradise haben wir auch Let's Played. Also diese definitive Version für 3DS. Risen Paradise Megamix. Ja. Ich war offen dafür. Ich probiere immer gerne Sachen aus und dann am Ende weiß ich, ob es das für mich ist oder vielleicht nicht. Und Risen Paradise, wirklich nur Rhythmus und so. Den Humor mag ich, aber die Spiele an sich waren nicht mein Ding. Ja, die waren ein bisschen... Gut, das eine war ein Item. Und dann konnte sich Fuecro nicht mehr schön retten. Das ist gut. Fortschritt! Ausrufezeichen. Fortschritt. So, wir sollten wirklich mal wechseln. Wenn da gleich einer kommt. Ja, wir wechseln trotzdem mal durch. Wen haben wir denn noch Schönes? Mit wem haben wir weniger gespielt hier in dem Modus? Die ich im Klassik-Modus freispiele, habe ich nicht hier, oder? Nee, habe ich nicht. Mit den anderen sieht das nicht so gut aus. Ich würde Captain Falcon einfach noch ein bisschen... Watchtime gönnen. Bewohner Lucario, das ist... Das wollt ihr nicht sehen, ne? Das kann man besser... Ganz einfach. Mit Falken weiß ich einfach, was ich zu tun habe. Hier gibt's Moritz aus Animal Crossing. Natürlich macht Melinda ihn. Das sind Geschwister, ne? Waren Geschwister? Moritz und Melinda waren Bruder und Schwester, ne? Der Gegner verfügt zu Kampfbeginn über hohe Angriffskraft. Das ist natürlich typisch Moritz, ne? Wie man ihn kennt. Spaß. In Animal Crossing wird sich ständig auf die Nase gehauen. Eigentlich nicht klar, warum Melinda? Die hat ja nicht mal Finger, die sie zu Fäuste ballen könnte. So, das ist ordentlich Angriffskraft. Wenn man das so kennt. Ah, das Item hat mich ein bisschen geschockt. So, sie rechnet allerdings mit relativ wenig. Ich wollte gerade fragen, was ist eigentlich dein Rettungsmove? Ballons. Nein, ich will das essen. Noch mehr zu essen. Aha! Nope! Nicht mit mir! Verdammt! Oh, und das kriegt sie hin, ne? Oh, fuck! Das war mir auch nicht klar, dass dieses Netz halt auch über Schilde hinausgeht. Und so lernt man dazu, ne? So guckt man und weiß jetzt, okay... Ein Schild ist bei Melinda, auch beim Bewohner, der hat ja dasselbe Netz, ne? Schmetterlingsnetz. Kann schon mal übel enden, ne? Der Bewohner, der auch fleißig zuschaut mit Tom Nook da vorne. Bei Animal Crossing haben ja zwei verschiedene Looks, ne? Der alte Look war viel kleiner und dicker, die ganzen Figuren, eigentlich so wie dort. Wenn ihr euch mal Tom Nook reinzieht. Den Bewohner. Und ab New Leaf, glaube ich, war das, gab es halt ein
schlankeres Design. Ja, der Schlankheitswahn mal wieder. Wisst ihr auch, wie Bob der Baumeister oder Biene Maya mit den Redesigns einfach schlank gemacht wurden. Einfach um das Ideal in einer schlanken Gesellschaft zu stärken. Dass Kinder früher Depressionen kriegen und... keine Ahnung. Gib mir die Kiwi! Ich bin der größte Kiwi-Feind auf Erden. Ich finde sie gar nicht mal so schlimm, aber als Kind fand ich die einfach, ich weiß nicht, ein totales Feindbild. Eine Kiwi. Größte Bestrafung ever. Kiwi essen. Ich kann ja nicht sagen, warum. Da wurde ich gezwungen. Ess die Kiwi! Und ja, da hat sich eine Phobie entwickelt. Die bis heute Bestand hat. Eigentlich schmeckt die ja nicht so, also... Ich esse die nicht freiwillig, ja, aber... Aber wenn ich eine Mille dafür kriege, mache ich das. Bin ich blöd, Melinda. Da ist noch was. Jetzt ist es weg. Alter Schwede. In den Rücken geboxt. Gib mir Nahrungsmittel. Nee, oder? Ein Schwert. Melinda hat ein Schwert. Achtung! Und die kann... Ich habe Angst. Ich habe so Angst vor Melinda. Ich hab Schlepp und Nepp gerufen? Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht! Ja, tschüss. 170%. Mann! Das war spannend, ne? Für sowas schaltet ihr ein! Okay. Es ist Melinda. Don't mess with Melinda. Mit Moritz Power! Bereit? Los! Jetzt reicht's mir ein für alle Mal! Klappen können. Falcon Punch, da fällt doch kein Schwein auf der Welt drauf rein, oder? Man kann so viel mit Captain Falcon machen, aber das... Höchstens finde ich ja, wenn der Schild weg ist oder so, oder... Brachial, was falsch gemacht wurde, aber selbst dann... Falcon Punch muss schneller sein. Captain Falcon ist halt an für sich schon so ein guter Charakter. Ein gutes Toast, danke. Das ging noch ein bisschen schneller. Wenn ich ernst mache, ja? Okay. So viel dazu. So, und welchen Charakter holen wir uns jetzt? Ist es ein Animal Crossing-Typi? Bewohner haben wir schon. Also ist es Melinda? Der Mii-Schwertkämpfer. Komm, wir gehen weiter. Spaß. Ja, mit dem werde ich ja nicht kämpfen. Ach, Kinders, Mii-Schmerzkämpfer. Natürlich. Gibt es wirklich da draußen Leute, fühlt ihr euch ruhig angesprochen, die gerne mit dem irgendeinem Mii-Fighter spielen? Wisst ihr, ich hatte das erfolgreichste Let's Play ever auf meinem Kanal, in meiner Laufbahn. Das wird sich wahrscheinlich auch nie wieder ändern. War Tomodachi Life, das repräsentiert so. Und auch Miitopia habe ich sehr gefeiert. Und mein Mii-Charakter-Outfit ist repräsentiert mich und ist unverändert seit 2006. Und so kann man, hier, Blues Brother hatte diesen epischen Trailer rausgebracht, auf Twitter zu sehen, oder auf seinem YouTube-Kanal eben. Und wegen Let's Play Markus joins the fight. Und dann halt auch 10, wie ich damit gespielt habe in Smash Wii U. Nur halt auf Ultimate bezogen. Nur man darf halt nicht so genau hingucken. Woran erkennt man direkt, ob es Ultimate ist oder nicht? Genau, die Prozentzahlen haben eine Nachkommastelle oder nicht. So, diesmal krieg ich dich. Muss überfahren! Wieder einfach nur ein Falcon kommt. Die Soundfiles dürfen auch nicht verändert werden. Der Schmerzkämpfer kämpft nun mit. Ein Kämpfer kämpft mit. Ist in Ordnung.
Ja, und trotzdem, ich kämpfe ungern mit den Mii-Leuten. Die müsste ich schon deutlich stärker machen. Egal. Der gehört aber dazu und deswegen haben wir den jetzt. So, und hier kann ich nirgendwo weiter. Ich konnte doch hier kaufen. Darf ich nochmal nachschauen? Ich wollte doch einen krassen Spirit. Moment mal. Die verändern sich immer. Da war doch was Besseres. Aber Majora's Mask ist auch sehr gut und können wir uns leisten, ne? Ist auch im Angebot. Das ist ein Sappgeist. Ja. Hau rein, Dankeschön. Hat 3 Sterne, wisst ihr? Da war aber was anderes, was ich wollte. Wo ich eigentlich dachte, ich muss dafür noch sparen. So, dann hätten wir das hier auch relativ abgeschlossen. Es gibt ja so einige Wege. Hier ist immer noch zu, ne? Ich mag das ja, wenn es nicht Millionen Wege gibt, sondern. Wo ist denn jetzt nur noch einen? Gehen wir doch mal hier entlang. Hier haben wir Elin und das hier ist. Ach, da kamen wir auch schon mal her. Und hier ist die Strömung zu hart. Alles klar. Klein Palutena, ein pures Smash-Duell. Gib dein Bestes und gewinne. Das ist ja ganz neu. Aber alle Items Typ Ball? Was? Das ist die Spezialregel. Alle Items Typ Ball. Ja, vielleicht kämpfen wir danach doch nochmal ein bisschen mit Lucario. Da muss ich mich halt nochmal ein bisschen reinfinden, aber ihr seid ja vorgewarnt. Warum sind die Bälle jetzt special oder so? Klein Palutena, lass die Bälle einfach in Ruhe. Lass dich einfach nicht dazukommen und schwupps, habe ich gewonnen. Sind echt alle Ballvarianten: Fußbälle, Tennisbälle. Mehr sehe ich bisher nicht. Schön, die Rainbow Road von Melee. Etwas setzen können. Sitzen können. Vor Aufregung wegen dem falschen Sprung. Verlerne ich für einen Moment das Reden. Ja, aber dass du auch permanent klein bist, ist halt nicht förderlich für dich. Weißt du denn so aus? Diesmal nicht. Das war Elin. Das ist Kirby und der Regenbogenpinsel. Vom Look her auf jeden Fall. So. Da wird sich noch ein bisschen Nebel legen. Hier geht's ja süßigkeitenmäßig los. Secret aus Animal Crossing, aber. Ja, dann lass uns Secret doch mal mit Lucario angehen. Lucario! Hat er noch schon für schöne Farben? Dann nehme ich mal den grünen, oder? Hat was. Die Farbe danach, also die letzte, war auch sehr schön, aber ein bisschen feminin. Ich will ja noch ein bisschen Männlichkeit bewahren oder so tun. Ja. So. Was war hier? Was war hier Schose? Der Gegner oft setzt auf Spezial unten ein. Rüben ziehen? Oh. Okay, also Secret aus Animal Crossing. Erntet Rüben. Und Peach auch. Wiederum eigentlich aus Super Mario Bros. 2 stammt, aber auch das ist recht kreativ, denke ich mal. Gut, die meisten Charaktere kann man nichts falsch machen, wenn man nur smasht, ne? Okay, das hat er noch gehabt. Gut. Und so ein Mewtwo-mäßiges. Also Mewtwo gab es ja nicht im Brawl und deswegen war Lucario da so ein bisschen der Mewtwo-Ersatz. Aber alle haben so gekrischen danach, deswegen kam er dann in Wii U wieder. Als DLC erst, aber überhin. Was soll denn das? Das verdammte Gemüse hier.
Was ist das für ein Wirbel? Das weiß ich nicht so ganz. Was ist denn da unten B? Oh, wenn da jemand drin ist im Wirbel. Oder war das Zufall? Sollte ich die Sache auf jeden Fall ein bisschen ernster angehen. Jetzt habe ich schon mal dich. Gut, an Lucario kann man sich gewöhnen. Casual kann man den auf jeden Fall spielen. Maximale Aura. Kann sogar reden. So. Ich glaube, das konnte man sogar steuern, aber hey, Bewohner war unter mir, also... Was soll's? Goodie, fein. Vom Regenbogen aus gibt es wieder viele Wege, wobei der eine über eine zerstörte Brücke führt. Das wird wohl nicht funktionieren. Deswegen gehe ich erstmal. Oh, Traumbert aus Mario und Luigi Dream Team Brothers. Hatten wir, war dieses Jahr, oder? Ja gut, wir haben ja Ende des Jahres. Manchmal komme ich echt durcheinander. Hatten wir dieses Jahr intensiv Let's Play. Waren viele Parts, aber am Ende bin ich stolz drauf, alle Mario und Luigis durchgehauen zu haben. Auch wenn es öfter mal... Es war alles blind. Sagen wir so. Aber das Ergebnis zählt. Dream Team Brothers hat sich halt ein bisschen gezogen, ne? Aber ist halt auch mal okay. Die Entwickler wollten einfach für Spieldauer sorgen. Das haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen. So, Luigi. Deswegen sind wir auch in Magicant. Magicant ist ja aus Mother 1 und Mother 2 Earthbound. So eine Traumwelt. Und da ist halt auch das Witzige. Es bezieht sich halt auf Dream Team Brothers. Deswegen ist Luigi in der Traumwelt. Wer das Spiel nicht kennt, in Dream Team Brothers reist man in die Träume von Luigi und Luigi ist da selbst auch nochmal als Traum-Luigi mit dabei. Den hast du nicht kommen sehen? So, und jetzt mit dem Spirit von Traumbert. Aber es erinnert mich halt an so viele schöne Szenen, Let's Plays und Erlebnisse in Games. Traumbert, der verlorene Held, der zu Beginn des Abenteuers wiedererweckt wird und einem das ganze Abenteuer überhilft. Auf Isla Dormita, so hieß die Insel, glaube ich. Wer weiß, wann das Remake kommt. Also. Ah, wir haben die Arbeiter-Boys und die können das reparieren. Ja, gut. Die Honigkönigin Leiter. Was heißt Leiter denn jetzt? Riesen-Pikachu soll die repräsentieren? Und Riesen-Pikachu hat die Yoto-Mütze auf, was einfach diese Bienenstreifen simuliert, im Ernst. Kampfinfos. Ausdauer-Smash auf Zeit. Okay. Ja, mehr nicht. Und halt Riesen-Pikachu. Das ist interesting. Die hieß aber nicht immer Honigkönigin, sondern Honigbienenkönigin. Die war ja auch ein Fahrer in Mario Party. Ach Quatsch. Mario Kart. 7 nämlich. Unnützerweise. Dafür gibt es natürlich auch die wunderbare Mario Galaxy Arena. Wisst ihr, ich hatte vielleicht schon mal den Gedankengang, dass manchmal... die Smash-Entwickler haben vielleicht ein bisschen einen Tunnelblick entwickelt haben. Für keine Ahnung, die setzen immer dieselben Charaktere ein, wie... Niederlage fortsetzen. Die einfach immer wieder da sind und so. Aber daran merkt man einfach, dass da sich Leute an den Tisch gesetzt haben und sich überlegt haben, wie könnte man kreativ Sachen zusammenfinden. Ich meine, das ist weit hergeholt, aber ich finde das witzig. Guck mal, wenn ich den hier mache... Das geht. Ja, deswegen. Ach, jetzt checke ich das erst. Die Bienen sind die ganze Zeit hier. Und ich glaube, die sind auch Hauptbestandteil, warum ich eben so schnell Energie verloren habe. Aber geht das nicht umgekehrt auch? Das wäre praktisch. Ich habe einfach nur stupide gekämpft, aber die Bienen sind so penetrant.
Shit. Dafür war der Anfang gar nicht schlecht. Wisst ihr mich? Wie kann man sich am besten lösen aus dem Bienenschwarm? Niederlage fortsetzen. Also so ein Riesengegner kann sich echt schwer befreien aus Lucarios Energieball. Bereit? Los! Komm, ich nehme mal den ersten. Mann! Ich glaube, ein Rezept wäre einfach... Sind die unparteiisch, die Bienen? Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wir gehen auf Pika drauf und ich kann mich hier aus der Affäre ziehen. Nee, so einfach ist es nicht. Oh, aber Pikachu ist raus, warum auch immer. Und das war auch nicht mehr viel Zeit übrig, by the way. 12 Sekunden, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ich komme mit Lucario doch besser klar, als ich dachte. Bin kein großer Lucario-Fanboy, aber das macht er gut. Du kannst nun in Aktivitäten Honigkönigin besuchen. Du meinst hier, oder was? Dojo? Was geht hier ab? Was geht hier ab? In Geister-Dojos können deine Primärgeister neue Kampfstile erlernen. Auf diese Weise kannst du sie spezialisieren und es mit neuen Gegnern aufnehmen. Erlernte Dojo-Stile sind keineswegs in Stein gemeißelt, sondern können jederzeit geändert oder vergessen werden. Lass deiner Experimentierfreude also freien Lauf. Schau an, schau an! Hereingesummt, liebes Kind! Kurze Störung. Schau mal, so viel Schönes gibt's für die, die meinen Stil meistern! Moment, steigt Abwehr, Sprungkraft, Gewicht. Sinkt Angriff und Lauf. Also Angriff ist mir schon wichtig, ne? Und welchen kann ich da setzen? Alle Primären. Wollen wir doch einfach mal Costurso nehmen? Das passt vielleicht zum Gewicht. Dann nehmen sie ganz Berg. Blitz lernen. Brauche ich nicht. Wenn das auch noch GP kostet, dann auf keinen Fall. Süße Grüße noch. Ich dachte, das wäre eine große Sache. Ich habe den jetzt mal da gelassen anscheinend. Ihr könnt ja da auch eure Meinung in die Kommis schreiben. Vielleicht findet ihr das total sinnvoll und denkt euch, nein, Markus, lern das! Ist es denn generell eine Verbesserung? Man kann es immer ändern, aber wenn es... Ja, ich weiß auch nicht. Wenn es noch mehr davon auf der Karte gibt, und davon gehe ich mal aus, was nicht unbedingt den Angriff niedriger macht und das Gewicht höher, sondern andere, dann wäre das vielleicht cool. So, dann würde ich mal sagen, weiter geht's im nächsten Part. Reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir. Ich sag, bis dann und ciao!